Ja. Oh je, jetzt sehen wir die Hammer wohl besiegt. Danke dir, Chat Dragon. Do yourself my life. So, seltsamer Pelz, antikes Bauteil. Und eine mittelgroße Panseele. Schnappen wir uns noch die zwei Truhen und dann auf geht's straight ahead. Erstmal zurück zum Lager. Sorry, mein Mikro war etwas weiter weg. Haha, I'm so sorry. Zack, zack. Und raus da. Oh, ein Defensiv-Amulett plus 2. Sehr, 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 sehr angenehm. Und draußen sind wir wieder. Danke dir, Chat Dragon. Nein, lass mal. So, jetzt gehen wir mal zurück zum Lager. Jetzt haben wir hier, sind wir hier viel rum. Ja, rumgereist, rumschlawinert, rumschlawenzelt. Jetzt mal wieder ab nach Hause. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Es kam schon lange kein Versorgungspaket mehr. Und zweitens, es kam schon lange kein Meteorit mehr. Ich weiß gar nicht, wie der kommt oder wann der kommt. Oder wie der kommt. Oder ob es gewisse Stunden dazwischen drin sind. Oder Nächte oder alle 10 Tage. Ich weiß es eben nicht. Unser Inventar scheint auf jeden Fall voll zu sein. Ein antikes Technikbuch haben wir auch wieder gekriegt. Mega. So sieht das Ganze doch schon mal Bombe aus. Gehen wir mal wieder zurück. Ja, hier. Muss ich aber, glaube ich, auch bei Sonstiges ablegen, den ganzen Ding da. Das. Und die hier wahrscheinlich auch. So, okay. Dann das. Und das. Okay. Oh. Plasmod Ryu ist was auch immer das sein mag. Tun wir auf jeden Fall mal mit hier mal produzieren, mal eine. Der Plasmod Ryu, keine Ahnung wie der, was es ist. Haben wir Glück gehabt. Hui. So. Wow. Eine können wir produzieren, machen wir gern. Das ist aber, wie ich das sehe, ist das noch ein einfaches. Ein einfaches Plasmod. Was ist das? Profi-Schlossknacker. Kann beliebig oft benutzt werden, also nehmen wir den mal mit. Wo ist denn der jetzt hin eigentlich? Ah, wichtiges Objekt. Okay, so wie. Da sind die wichtigen Objekte drin. Ich würde schon lieben gern mal sehen, mal gucken, wie der Blasmod aussieht, so an sich. Aber wohin dann mit dem?
Das ist natürlich jetzt hier die andere Frage, wo packen wir den denn hin? Ah, du kühlst, nee, du kühlst nicht da. Hier ist eins, kann man rein, 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 rein. So. Wohin dann mit dem Dings da? So, ja, die produzieren hier alle noch genüsslich, ist schon mal supi. Ablegen, ablegen. Nehmen, nehmen, nehmen. Jetzt können wir theoretisch genug Carbonfaser herstellen. Jawohl. Zwar nur 400, aber okay. Ich glaube, wir bauen uns jetzt einfach trotzdem. Ja, da wären hier, würden wir hier theoretisch nur 23 von diesen Ultimate-Sphären herkriegen. Aber du, besser als nichts. Mach mal natürlich klar. Logisch. Du hast hier am Fließband zu schaffen. Okay. Ich guck mal, was wir hier haben. Gut, eigentlich können wir, wenn wir eh schon Fellrüstung haben, die anderen rausschmeißen. Hier, Fellrüstung, Bauplan 1, Fellrüstung 3, also raus. Palliumhelm. Da, wo wir die modernen Sachen haben, hier in der Richtung. Antarktische Tracht. Metallrüstung Bauplan 2. Metallrüstung haben wir weg. Hochwertiger Metallhelm 1. Mal gucken. Alter Bogen, alter Bogen. Weg. Armbrust 3, 2 weg. Sturmgewehr, Pumpgun, Pistole, Pistole 2 weg. Panzerfaust 2 weg. Doppelflinte 1 und 2 und 4 weg, weg. Einzelschuss, Federschmuck, Federschmuck 4 weg. Metallhelm 1, Metallhelm 2. Metallhelm 3 weg, weg. Sortieren. Kälterüstung 1. Hitze, Palium, Kälte, Palium 1. Alte Pistole, Lasergewehr, Flammenwerfer, Plasthelm, Sturmgewehr, Pumpgun, Pistole 2, Panzerfaust 2, Einzelschussgewehr 1, Metallhelm 3, hochwertiger Metallhelm. Okay. Passt. Die können wir jetzt alle entsorgen, meine ich jetzt, wollte ich gerade schon sagen. Ja, das sind hier alles Dinger, die wir ja schon haben. Wir brauchen ja dann wieder nur die Besten von den Besten. Deswegen ein bisschen aussortieren schadet da als nichts. So. Haben die hier schon fertig? Nee, ich dachte gerade schon.
Ich dachte nämlich gerade schon, die haben ja schon fertig. Hast du schon fertig? Eier haben wir, glaube ich, keine mehr, gell? Nee. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wo wir den Plasmod jetzt hier, ja, wo wir den befreien, weil oben bei den Feldern würde ich ihn ungern befreien, außer wir bauen das dann nochmal ab und beschwören den kurz und killen den einfach dann. Ja, hier unten meine ich jetzt. Ne? Wir wissen ja ungefähr, Tür müssen wir halt jetzt offen stehen lassen, weil nachher können wir uns nicht mehr reinporten. Deswegen mal kurz die Türe offen. Dann müssen wir uns genau den Platz merken. Also der steht jetzt hier drin längs. Oh ja, oh, wir müssen ja erstmal ernten jetzt, bevor wir alles irgendwo abbauen. Mal kurz alles einsammeln, nicht, dass nachher wieder alles fehlt. Oh ja, jetzt haben wir einen weiteren Weg vor uns. Weil die Truhen eben nicht mehr da stehen, wo wir sie hingestellt haben. Ja, die Sachen, die dann hier rumliegen, die verschwinden dann. Die Truhen verschwinden alle und das hier verschwindet dann. Was ist das? Ah, warte mal, die Drohnen haben ja auch noch was abgelegt, ne? Nehmen wir gleich lieber alles vorsichtshalber mal mit, dass wir dann nachher nicht mehr so viel mitnehmen müssen. So. Ich möchte unbedingt mal den diesen neuen Blasmod jetzt sehen. Machen wir jetzt gemeinsam kurz. Nachdem wir erfolgreich hier alles abgelegt haben. So. Mal alles hier mal reinquetschen und stopfen. Hier ist nochmal was. So. Passt. Teleportiere mich trotzdem mal nach dort. So. Jetzt mal gucken, was jetzt hier alles da fällt, wenn wir das hier wegbauen. Gut, die Truhen bleiben erhalten. Die Sachen hier fallen halt jetzt hier weg. Gut, klar, logisch. So, kann man ablegen, kann man ablegen. Brauchen wir auch nicht so viel Stein. Was brauche ich denn jetzt für den Beschwörungsaltar? Brauchen wir noch ein bisschen. Ah, ja, jetzt hätte man es vorher überlegen müssen. Jetzt kommen wir natürlich nicht mehr zurück hier. So. Sind wir denn bereit? Natürlich sind wir bereit. Ach ja, genau, kann ja nur im Lager aufgestellt werden. Super hier. Müssen wir uns sonst hier ein Lager. Holz brauchen wir jetzt auch noch. Okay.
Müssen wir halt irgendwo gucken, dass wir hier. So. Hier unser Lagerhaus aufstellen. Tja, ihr denkt euch aber, Mann, 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 was ist denn das für einer? So. Ah ja, gut, top. Passt ja perfekt. Zack. Ah, dann können wir jetzt hier auch theoretisch unsere Kampfpals reinsetzen. Blasmut, ja, das ist, ja, der ist, ich weiß nicht, was für einer das ist. Blasmut habe ich selber. Wir nehmen auf jeden Fall mal die hier zum Kämpfen hier rein. Auf jeden Fall ein Wasser. Tja, den hier mal mit rein. Den hier, den hier. Den, den, den. Und den hier auf jeden Fall. So, meine Lieben, guys sind hier already. Guys are already. Und wir starten hier mit dem hier. Mächtigen Pal beschwören. Wir sind natürlich nicht bereit. Welchen nehme ich denn eigentlich? Ich nehme den hier auch mit. So. Let's go. Wow. 512.000. Ach du Scheiße. Oh Jesus. My friends, haha. Wiederbeleben. Okay, meine Lieben, da ist hier nichts mit Überleben hier. Jetzt hier noch ein Level. Zack. Wir gehen jetzt weg hier. Hoch. Ja, Jesus. Ach, du lieber Gott, okay, das ist ein richtig heavy-level Piece. Wir müssen ja richtig aufpassen bei dem hier. Wie willst du den überhaupt, wenn der noch leicht ist, wie willst du den überhaupt hier catchen? Ich habe überhaupt gar keine Chance hier.
aufzupassen hier. Wieder tot hier. Mal kurz abhauen. Ja, zack. Schon wieder tot. Raid vorbei, meine Lieben. Meine Lieben. Lage hier verschwinde dann. Ja. Keine Chance. Ja, auf jeden Fall, wir wissen jetzt mal, wie er ist, wie er aussieht. Mächtige Attacken hat er, gefällt mir gut, aber nichts für uns. Können wir uns leider nicht, wir müssen hier raus aus dieser Area hier, sind wir nur gleich tot. Ja. Lassen wir uns Geduld, bis der Raid vorbei ist. Nee, nicht mehr abhauen.
das? Ihr seht selber, wie der hier rumwütet, hier im ganzen Kreis. Dann ist mal kurz down. Blasmut gegen Blasmut. Quatsch. Jawollo. Tja, Raid over. Alles hier komplett ist verwüstet hier. Alle komplett am Arsch. Okay, wissen wir Bescheid. Ach, beim nächsten Mal nicht mehr das Ganze. Jetzt haben wir hier halt ein Problem. Alles hier komplett down und zerstört und kaputt gemacht. Echt Wahnsinn. Okay. Naja, gut. Wir wissen Bescheid. So. Meine Lieben, wir wissen Bescheid. Na, was ist denn jetzt wieder so schwer? Fasern entsorgen. Ja, meine Lieben, wir machen da auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter. Bleibt mal mit am Start.